Ja, das ist was Schönes, vor allem meinen Liebsten. Ja, die freuen sich alle, wenn sie schöne Geschenke bekommen. Ja, ich freue mich auch auf die Weihnachtsfeier dieses Jahr. Ja, da wird der Weihnachtsmann kommen zu meinen Urenkel. Habe ich zwei. Und ja, und alles vorher schön vorbereiten. Schön Kuchen, schöne Kekse backen. Ja, und freue ich mich dieses Jahr. Ist was Schönes eigentlich. Wir haben uns schon rechtzeitig gekümmert. Wir haben schon vor 2 Wochen die Weihnachtsgeschenke für unsere Verwandtschaft geholt und sind jetzt schon fertig mit den Weihnachtseinkäufen. Also macht keinen Stress. Und sich da rechtzeitig vorbereitet mit, macht das eigentlich kein Ding. Also. Ich fange jetzt schon im Sommer an. Also ist das für mich kein Stress. Ich gucke das ganze Jahr über, was gebraucht wird. Und dann habe ich keinen Stress. Da gehe ich bloß bummeln. Ich brauche nicht kaufen. Die Kinder wollen nicht mehr. Also da gibt es eben Geld und da mache ich mir keinen Stress. Also Stress hat mir es persönlich nicht bereitet. Weil ich wusste, was ich will und eine Kleinigkeit für jeden. Überhaupt kein Stress. Wir haben das alle schön mit Ruhe gemacht. Ich würde sagen, mehr Freude. Aber nicht an die großen Geschenke, sondern das können sich die Kinder alleine kaufen. Gutschein, denn man kauft immer das Falsche. Na? Die Geschmäcker sind alle verschieden und so. Ich habe keinen Stress. Das ist eine Freude. Ich überlege mir ganz genau, womit ich ihnen eine Freude machen kann. Oft sprechen wir das auch noch ab, bisschen, denn es sind junge Leute, die haben doch einen anderen Geschmack als wir Alten. Eine Freude, Stress nicht. Ich habe ja Zeit den ganzen Tag. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich nehme an, wir werden schon noch was finden. Es sind ja noch so viele Tage bis Weihnachten hin. Beides. Manchmal ist es Stress, wenn man was Bestimmtes sucht, aber es macht auch viel Freude. Und am schönsten ist es Einpacken. Das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt. Tja, das ist geteilte Meinung. Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Stress und Freude. Alles beides. Stress, wenn man nicht das kriegt und zu teuer ist, muss man suchen und suchen. Ansonsten macht es auch Freude und alles beides. Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es Stress und manchmal ist es aber auch schön angenehm. Also passen wir auf. Wir schenken uns nur Geld. Und die Kinder sollen sich von diesem Geld ihr Weihnachten selbst kaufen. Dann ist das immer auf den richtigen Weg. Denn wenn wir Geschenke kaufen würden, dann geht es mit der Umtauscherei los und so weiter und so fort. Und das gehen wir aus dem Wege. Dann bekommt jeder sein Schnäpschen und da ist ein Kuvertchen dran und da ist Geld drin und da ist jeder zufrieden. Es ist kein Stress für mich, weil ich niemanden habe, der mich beschenken kann. Ich bin alleinstehend. Und deshalb kaufe ich keine Weihnachtsgeschenke. Ja, Weihnachten ist auch für die Liebsten, aber ist auch viel Stress auch mit, weil viele Leute machen auch immer Stress. Weihnachten ist eigentlich auch der Familie, da ist man viel bei Familie mit. Aber viel Stress ist es auch, weil die Leute machen alle dann immer Stress und Hektik. Trend gekauft, sonst wäre ja schon alles verraten. Ne? Und mir hat es persönlich auch keinen Stress gemacht. Man gibt ja nicht allzu viel aus, weil man das ganze Jahr über schon das kauft, was man eigentlich braucht. Das ist nur noch eine kleine Aufmerksamkeit. Ach na ja, für mich ist es kein Stress. Das ist immer eine Freude für mich. Ich meine, man muss ja nicht die Weihnachtsgeschenke kurz vor Weihnachten kaufen, sondern schon übers Jahr verteilt. Ne? Wenn man was Nettes sieht, dann kann ich das schon im August kaufen. Ne, man muss ja nicht alles auf den letzten Drücker oder eben, ne, wenn so die Adventszeit losgeht. Nee, muss nicht sein. Es ist immer wieder eine Freude. Besonders jetzt, wo ich Enkel habe, noch mehr Freude.